Du bist auf dem Weg hierher, das ist gut. Du machst mir jetzt den. Da kommen schon die anderen. Der ist auch schon halb fertig. Mal gucken, ob das auf die Art besser läuft. Wo sind jetzt meine... Ach, die sind noch nicht geschlüpft. Die schlüpfen jetzt, dann können die auch gleich zu Wächtern werden. Der eine Wächter... Ah ne, der ist noch zu sehr kaputt. Ich würde eigentlich sagen, der kann schon mal die Eier, beziehungsweise die Kongs beschützen, genau so. Oder vor genau sowas, sagen wir es mal so. Nicht, dass der hier jetzt... Nein! Ah, ja, schön. Jetzt hat mich das E-Mail-Programm aus dem Spiel gekickt und... Na, das Ei ist noch gerettet, aber nicht, dass es gleich kaputt geht. Jetzt ist der geschlüpft und jawohl, so. So muss das aussehen. Das war aber gerade echt knapp, dass ich dann nicht noch diesen einen Wächter verliere, aufgrund, dass das Ei kaputt geht. Aber jetzt habe ich noch 11 Minuten und ich weiß nicht, ob die Zeit reicht. Ich speichere hier mal ab. Unter B, da hätte ich eigentlich noch zwischendurch was anderes speichern müssen. Aber ich habe jetzt eigentlich nichts verloren. Das heißt, zeitmäßig habe ich nur gewonnen. Dadurch, dass ich jetzt halt noch mal was machen kann. So, ihr jetzt alle Sammelpunkt da oben hin. Dann baue ich mir hier nochmal den Panzer aus. Zieh mir den ein bisschen weiter zurück. Die zweite Basis könnte ich jetzt vielleicht auch noch plätten. Die Frage ist, ob es Sinn machen würde. Aber hier kriege ich jetzt auch nochmal, wie gesagt, gut Gas raus. Und dieses Gas wird mir dann wiederum dabei helfen, mehr Einheiten zu kriegen. So, da jetzt was. Und dann ist mir auch wieder das Gas ausgegangen. Gut. Mal gucken, wie lange ich hier bleibe, bevor ich angreife. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Aber ich denke mal, das ist... Oder ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass das die einzige Möglichkeit ist, das Ganze zu schaffen. Dass man da wirklich hier auf die Art versucht, Einheiten zu sammeln. Was ist denn hier? Der ist fast kaputt. Ziehen wir den mal da raus. Hier mutiert. Dann kann ich da gleich nochmal zwei neue machen. So. Ja, hier haben wir schon mal locker 300 Gas rausgezogen, oder was? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Hier wird doch gar nichts angegriffen, da ist nur eine Blutlache. Da wird auch nichts angegriffen. Der scannt jetzt hier mein Dingsbums, was ihm auch nicht so viel bringt. Ich werde jetzt aber mit denen mal darüber fliegen, weil die echt gerade so ein bisschen Stress machen. Fliegt er doch mal schneller rüber und vor allem ihr beide auch. Nee, hier ist nichts mehr. Toll. Dann müsst ihr da auch nicht mehr hinfliegen. Gruppe 2, sage ich mal. So, ihr mutiert. Was macht denn der Marine? Der will da runter. Und wird da gleich gekillt. Gut. Dann mache ich hier jetzt nochmal drei Stück. Und wenn die drei fertig sind, gehe ich auch gleich los und greife an.
Also ich kann jetzt schon mal da losfliegen. Ich speichere hier jetzt nochmal ab unter C. Kann auch sein, dass jetzt diese knapp 8 Minuten zu kurz sind oder zu knapp bemessen sind, um wirksam anzugreifen. Dass ich da früher hätte losziehen müssen. Aber dafür habe ich ja noch Spalter B, den ich dann noch abrufen kann, um das Ganze nochmal zu versuchen. Ist kaputt, dann sammelt ihr euch mal hier. Ihr könnt euch hier verwandeln. Nein, kein Psi-Sturm. Verdammt! So wäre das jetzt, glaube ich, nichts. Obwohl, jetzt werden die Dinger hier lustig weggemetzelt. Ich muss mal gucken, ob ich da tatsächlich noch was rausreißen kann. Aber das mit dem Psi-Sturm war jetzt natürlich böse. So, warum habe ich die jetzt eigentlich zu Wächtern gemacht? Das war auch dumm. Gerade hier wegen dem da. Nee, lade ich mir nochmal Spielstand C. Aber ich glaube, so kann es funktionieren. Nimmt Traps noch auf? Ja. Gut, Gruppe 1, dahin, Gruppe 2, dahin. Dann mache ich mir hier jetzt nochmal ein paar davon. So, ihr könnt dann auch schon mal losziehen und hier die Dinger angreifen. Dann habe ich hier jetzt gleich noch 6 Mutterlisken. Eventuell könnte ich dann auch versuchen, den Psi-Sturm darauf zu locken, dass... Ah, schön. Und die fliegen jetzt auch noch schön in den Psi-Sturm rein. Was soll das? Naja, egal. Müssen wir das so hinnehmen. Aggressiv in die Richtung, aggressiv in die Richtung. Und die langsamen Wächter haben auch keine Chance, selbst wenn ich schnell genug reagieren würde, irgendwie dem Psi-Sturm auszuweichen. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier vielleicht noch einen Psi-Sturm voreilig rauslocken kann. Schauen wir nicht, da ist keiner, aber ich werde hier erstmal den da weghauen. Ein bisschen aus der Photonenkanone bringt auch nichts. So. Na, was ist denn das da? Gut, da habe ich den jetzt dazu verleitet, den Psi-Sturm zu verschwenden, aber. So wird das auch nichts. Es sieht schon gut aus mit den Wächtern, aber wie mache ich das? Gehe ich da vielleicht doch lieber mit... mit den Vernichtern ran? Ich muss ja mal gucken, wie viel Schaden die machen. So, das darüber. Dann zurückziehen. Genau deswegen.
Und gekillt, bevor der seinen Psi-Sturm raushauen konnte. Das ist schön. Weiter zurückziehen. Gut. Jetzt habe ich hier 6 Stück. Die werden einfach mal zu vernichten. Und ich mache hier nochmal. Ansonsten könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ich es bis dahin nicht schon gelöst habe, wie man das sonst machen könnte. Also ich fand die Idee eigentlich schon ziemlich gut, dass ich mir da unten das Gas weghole. Aber naja. Ich werde jetzt aber mal die hier hinschicken, weil ich gesehen habe, dass da dieser Firebat war und ich gerade heimlich überlegt habe, wie ich da am besten noch gegen angehen kann. Ach, der kommt hier unten lang. Na gut. Also keine Gefahr für meine Echse, was mich jetzt eher wundert. Aber wenn es halt so ist, ist es halt so. Wie viel Schaden machen die? 25 plus 2. Wie viel Schaden machst du? Geh hier erstmal weg. 9 plus 1. So, dann ziehe ich hier mal die weg. Ziehe hier den weg. Und sage mal, das ist Gruppe 3. Dann versuche ich jetzt in den letzten 5 Minuten noch was zu reißen. Zack. Ja, die Zerklinge sind auch fast weg. So, 1 aggressiv, 2 aggressiv in die Richtung. So, gut. Mal gucken, ob das jetzt was bringt. Warum auch immer die einen so weit oben, die anderen so weit unten sind, ist vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Na, machen es die Vernichter oder versagen die elendig? Sieht gerade nicht gut aus. Der zieht sich hier zurück. Nee, so wird das nix. Oder ich versuch's dann doch mit Terrors. Erstmal gucken, was ich hier überhaupt reißen kann. Habe ich hier noch? Nee, ich habe gar keine Vernichter. Der hat einen von mir übernommen. Und jetzt werden meine Einheiten nach und nach weggehauen. Naja. Gehen wir mal konzentriert hier rauf. Nee, so wird das nix. Ich muss irgendwas gegen die Lufteinheiten noch unternehmen. Dann lade ich den hier nochmal. Mach hier aber meinen kleinen Aufnahmeschnitt. Vielleicht probiere ich auf Cam noch ein bisschen was. Vielleicht auch nicht. Ich bin gleich wieder da.